Ich habe heute ein besonderes Video wieder für euch. Heute mal kein Video, wo ihr seht, wie ich arbeite, sondern ein Video über eine Sache, mit der ich mich beschäftige, die mich eigentlich beschäftigt. Und zwar bin ich ja auf Facebook in diversen Rassegruppen unterwegs, um so ein bisschen am Kunden dran zu bleiben, um mitzukriegen, ganz ohne Zwang. Womit sich denn Otto Normal so beschäftigt, was deren Probleme so sind, um so ein bisschen auch immer mit am Ball zu sein. Und da fällt mir eine Sache ganz besonders in letzter Zeit wieder auf. Das ist das Nackigscheren der Hunde. Ich frage mich immer, warum schere ich meinen Hund nackig? Warum hole ich mir dann überhaupt einen Hund mit langem Fell? Warum nicht ein Kotzerhund oder sogar ein Nackthund? Gibt's ja auch alles. Warum hole ich mir einen schönen Shih Tzu, Yorkshire, was weiß ich, was es alles Hübsches gibt, und scher den dann nackig. Ja, das sind so, verstehe ich im Moment nicht. Ihr könnt mir gerne Kommentare drunter schreiben, warum man so etwas macht. Vielleicht kann ich euch aber auch ein wenig die Angst vorm Kämmen nehmen. Vielleicht ist das der Hauptgrund, dass ich euch zeigen kann, wie pflege ich meinen Hund so, dass es auch trotz längerem Fell, es muss ja nicht ganz lang sein. Es gibt auch schöne Kurzhaarfrisuren für Shih Tzu und Yorkshire und mir fällt jetzt gar nichts weiter ein. Pudel, ja, die eben auch zwar natürlich gekämmt werden müssen, weil die Beine sind immer dann ein bisschen langhaariger, aber was dann auch nicht so aufwendig ist, wenn man es richtig macht. Dazu verlinke ich euch nachher unten auch noch ein Video, wo ich euch zeige, wie man einen Pudel leichter oder überhaupt einen Hund mit langem Haar leichter kämmen kann, sodass die Arbeit nicht überhand nimmt. Ja, wenn ich so die Bilder sehe von diesen nackigen Hunden, einmal im Jahr, dann stelle ich mir immer das vor. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Meine Haare einmal im Haar, ja, weg und dann lasse ich sie wachsen bis hierher und dann, uff, nee. Also ich gehe lieber regelmäßig zum Friseur, damit meine Haare immer die Länge haben, wie ich sie jetzt habe. Früher hatte ich lange Haare. Auch damit muss man regelmäßig eigentlich zum Friseur die Spitzen unten schneiden lassen, dass es keinen Spliss gibt oder dass sie auch ordentlich gepflegt sind, weil die Haarwäsche beim Friseur ist ja doch was anderes, als man es zu Hause kann. Ja, und ich denke auch die meisten Menschen, die ich so kenne, gehen eigentlich regelmäßig zum Humanfriseur. Und da frage ich mich immer, warum mache ich das nicht auch mit meinem Hund? Was ist an dem Hund anders? Ich verstehe es nicht so ganz, weil bei mir ist mein Hund mein Kind quasi und dem gönne ich dasselbe, wie ich mir gönne. Manchmal sogar mehr eigentlich. Ja. Also es gibt ja auch, wie gesagt, wunderschöne Kurzhaarfrisuren. Hier mal ein paar Bilder dazu. Aber eben Kurzhaarfrisuren brauchen eine regelmäßige Pflege beim Friseur, sonst bleiben sie ja nicht in der Länge. Warum hat denn der Hund überhaupt Fell? Nur weil der Mensch ihn das angezüchtet hat? Die Hunde mit einfacher Fellstruktur, die haben eher Haare, so wie wir Menschen. Deswegen ist es dort auch leichter, andere Frisuren zu kreieren, während bei Hunden mit doppelter Fellstruktur kann man eigentlich nichts weiter machen, außer eben die Unterwolle ordentlich rauskämmen. Auch dazu werde ich euch bald ein Video machen, wie man das ganz einfach macht und ohne zu viel Unterwolle, weil die Unterwolle hat ja auch wieder ihren Sinn. Es ist ja nicht so, dass die Unterwolle überflüssig ist und nur dazu da ist, uns zu nerven, damit wir wieder noch mehr Arbeit haben, sondern die hat ja ihren Sinn.
Problem, was ein Hund eigentlich damit hat, wenn er geschoren wird, nicht nur im Winter, dass er dann friert. Okay, da kann man eben Decke anziehen, aber macht das wirklich Sinn, die Haare erst wegzuschneiden, um dann wieder eine Decke anzuziehen? Also mein kurzer Hund hat kurze Haare, dem ziehe ich im Winter natürlich eine Decke an, weil der friert. Mein langhaariger Pudel, der friert auch trotz der langen Haare im Winter, auch dem ziehe ich eine Decke an. Aber im Sommer schwitzt der deutlich weniger als mein Kurzhaarhund. Es ist einfach so, das Fell schützt vor Wärme. Was ist der Unterschied beim Schwitzen zwischen Mensch und Hund? Ja, wie ihr gesehen habt, der Mensch, der kann überall schwitzen, der kriegt Feuchtigkeit auf die Haut, die verdunstet dann durch die Sonneneinstrahlung und gibt dadurch eine Verdunstungskühlung an die Haut wieder zurück, während der Hund eben trocken bleibt und dann knallt die Hitze ungeschützt auf die Haut. Das ist natürlich äußerst unangenehm für den Hund, er kann nur über die Zunge schwitzen und zwischen den Pfoten. Und das ist sehr anstrengend und die Haut kann einfach viel schneller verbrennen, logischerweise. Was machen wir im Sommer, wenn wir draußen arbeiten müssen und die Sonne knallt von oben ordentlich runter? Dann nehmen wir uns doch meistens ein Hütchen, entweder ein Käppi oder so ein Strohhütchen. Das schützt uns vor der Sonne. Und genau diese Funktion hat das Fell beim Hund. Und was machen wir im Winter, wenn es kalt ist? Wir setzen uns eine Mütze auf, weil die schützt uns vor der Kälte. Und genau das macht das Fell beim Hund. Und wenn es regnet, dann haben wir einen schönen Regenschirm. Der schützt uns vor der Nässe. Und genau das macht das Fell beim Hund. Also welchen Grund gibt es nun, dem Hund sein Fell zu nehmen? Ja, oder was auch noch sehr gut dazu passt, sommerlich kurz. Wieso sommerlich kurz? Also warum mache ich meinen Hund im Sommer kürzer als im Winter? Ich würde es ja eher, glaube ich, sogar andersrum machen, weil wenn der im Winter so viel nass wird und so, dann ist er da eigentlich kürzer, sinnvoller als im Sommer. Also jetzt auch nicht ganz kurz, aber eben so, dass es dann wiederum weniger Nässe aufnimmt und dass man es schneller trocken bekommt und so weiter, dass man es besser gekämmt bekommt trotz der Nässe. Also im Sommer ist doch dann eigentlich lang sogar angenehmer und schöner als im Winter und der Hund schwitzt nicht mehr, weil er längeres Fell hat. Ganz im Gegenteil, er schwitzt sogar mehr, wenn das Fell kürzer ist, weil die Sonne eben, wie ich es ja schon erklärt habe, schneller auf die Haut kommt und mehr auf die Haut kommt einfach. Ja, das sind alles so Sachen, die würde ich gern verstehen. Ich würde mich also freuen, wenn ihr mir da Antworten geben könnt. Weil wenn ich in die Gruppen dann so reinfrage, warum, dann kriege ich meistens keine richtigen Antworten. Dann kommt nur sowas wie jeder kann machen, wie er will. Aber ich möchte es halt einfach nur verstehen, warum möchte ich denn als Hundebesitzer das so haben. Also, ja, wenn ihr mir jetzt vielleicht verständlich begründen könnt, warum es Sinn macht, einen Hund nackig zu machen, dann möchte ich gerne meine Meinung überdenken. Aber ich kann, wie eben erläutert, das nicht verstehen. Und es gibt halt seinen Grund, warum der Hund sein Fell hat. Macht ihm gerne eine vernünftige Kurzhaarfrisur. Ich sage mal so 9 mm. Das ist aber dann schon das Minimum, was ich mitmache. Dann habe ich die Beine aber auch nie einfach nur komplett geschoren. Also bei mir gibt es sowieso diese Schuhe von Nasenspitze bis Schwanzspitze gar nicht, weil das finde ich einfach nur, also ein Hund hat ja auch ein Schönheitsempfinden. Und er merkt ganz genau, wie er angeguckt wird draußen. Ob die Leute sagen, oh, guck mal, was für ein toller Hund. Oder ob die Leute sagen, gut. Ja, also bitte denkt drüber nach. Macht eine schöne Kurzhaarfrisur, wenn euch langhaarig zu anstrengend ist. Geht aber gerne auch zu eurem Groomer des Vertrauens. Lasst euch zeigen, wie könnt ihr euren Hund also ohne zu viel Aufwand kämmen
oder schaut euch mein Video gerne auch dazu an. Alle Produkte, die im Video vorkommen, könnt ihr auch bei mir im Shop bestellen unter www.hundesanctetti.de/shop. Auch den Schirm könnt ihr dort bestellen, wenn ihr den gern haben möchtet. Ja, und ansonsten wünsche ich euch und euren Hundis eine schöne Zeit und ja, ich würde mich freuen, von euch zu hören. Danke, tschüss. Ein schönes Erlebnis noch passend dazu hatte ich neulich in der Eisdiele. Wir saßen in einem Schattenplatz, weil alles andere war besetzt. Und irgendwann sind dann die Nachbarn vom Sonnenplatz weggegangen, die waren fertig mit Essen. Und der Platz war frei. Und wir haben überlegt, wollen wir wechseln in die Sonne, weil es war im Schatten doch noch recht kühl. Frühling ist es ja im Schatten dann doch noch nicht so angenehm für Frostbeulen wie uns. Und wir haben uns aber nicht richtig getraut. Und dann kam ein älteres Pärchen. Er hatte oben schon wenig Haare, eigentlich eine kleine Glatze. Und mit einmal fingen die an, den Tisch in den Schatten zu ziehen. Und dann haben wir gesagt, wir würden gern tauschen. Wir würden gerne in der Sonne sitzen. Wenn Sie nicht in der Sonne sitzen wollen, können Sie gern unseren Platz haben. Und da hat er gesagt, ach, das ist toll, weil mit meinem Kopf ohne Haare, also mit der Glatze, ist das in der Sonne nicht so angenehm. Dann ist das so sehr warm. Früher mit den Haaren war das besser. Und das bestätigt mich eigentlich wieder darin, dass es doch auch für den Hund ja unangenehmer sein muss, wenn man die Haare eben so sehr kurz bzw. quasi ganz weg macht.